Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Hier wieder mit dabei der Lukas. Hallihallo. We are back. Und haben schon wieder keine Ahnung. Genau, erstens das und wir hatten beim letzten Mal diese Geisterjagd gemacht. Die haben wir nicht mehr ganz fertig machen können. Heute ist eine neue Aufnahmesession, heute ist ein neues Abenteuer dran. Oder vielleicht finden wir nochmal so eine Geistergeschichte, wer weiß. Ich würde mich aber erstmal, glaube ich, zum Schiff begeben. Ja. Und dann schauen wir doch einfach mal. Genau. Ich bin mir gerade unsicher. Oh doch, das Spiel ist laut genug. Wo geht's denn hier runter? Okay. Ach, das ist diese komische hohe Insel. Ich verstehe schon. Wir müssen da hinten rüber. Dann kann ich direkt mal das Schiff anpassen. Ist ganz wichtig. Oh ja. Oh ja. Wenn wir das nicht tun, dann greifen uns direkt die Kraken an, weil die das Schiff nicht sehen möchten. Erstens die, dann das. Dann das, dann das coole. Okay, dann schauen wir mal, wo uns die Reise diesmal hintreibt, ne? Ja, aufs offene Gewässer. Nicht? Okay, ich könnte theoretisch. Moment. Ich könnte rein theoretisch hier mal gerade. Wahrscheinlich eine neue. Seemannsgarn? Warte, Seemannsgarn Kapitel 2. Aha. Ist sie noch drin? Wir haben beim letzten Mal Kapitel 1 gemacht und jetzt müssen wir wohl Kapitel 2 machen. Hier steht nämlich The Seabound Soul, Kapitel 2. Du hast Pendragon dabei geholfen, eine gefangene Seele zu befreien. Aber es gibt noch weitere zu finden. Vorschlagen. Ah ja, okay. Ja, nice. Dann machen wir doch da weiter. Also das finde ich gut. Jo. Dann machen wir das. Dann stimme ich mal für die Mission ab, ja. Ja, nice. So, Mission. Ah, wir haben wieder diese richtig coole Fackel. Und wir haben wieder ein Buch. Das Logbuch von Sir Arthur Pendragon, Kapitän der Blackwich. Wie ging das denn? Ah ja, genau. Eintrag 1. Die Blackwich gehört mir. Vermacht vom vorigen Captain, dessen Seele ich aus seiner ewiger Pein rettete. Eine feine Belohnung meiner bescheidenen Meinung nach. Ich sollte mit ihr von der Drachenschädelinsel wegsegeln und Kurs auf die Sea of Thieves setzen. Dort erwarten mich zweifellos große Abenteuer, auf die ich geradewegs zusteuern will. Von all jenen, denen ich auf meinen Reisen begegnet bin, verstehen mich niemand besser als der Seenorden. Ich bin gerade überlegen, habe ich das schon mal gelesen? Ich habe das, glaube ich, schon mal gelesen. Genau, die Ashen Dragons würde. Ja, ich habe das schon mal gelesen. Dann lass uns mal. Moment. Ashen Dragon war das Schiff, meine ich. Ja. Ich habe bei dir irgendwie den Controller im Hintergrund. Ja. Ich betätige ihn gerade ein bisschen lauter als sonst. Okay. Jetzt müssen wir gerade schauen. Ashen Dragon Schiffs geleitet. Eingesperrt. Mach mal Jalen. Shipwreck Bay, Kurs Richtung Osten. Shipwreck Bay, los geht's. Okay, dann gehen wir doch da mal lang. Wo ist denn Shipwreck Bay? Das ist, glaube ich, hier oben gewesen. Nee. Irgendwo da hinten ist es gewesen, so, ne? So auf der Karte, glaube ich. Ah ja, hier oben. Shipwreck Bay, wir müssen quasi geradeaus mit ein bisschen rechts. Okay. Machst du die Segel bereit? Ja. So. Was machst du? Ich lese mir auch gerade noch durch, was wir alles für Schritte haben. Mit Schiff untergegangen, Shipwreck Bay. Okay. So, das Segel mache ich nicht ganz runter, damit ich noch was sehe. Das hier geht ganz runter, das ist nicht so schlimm. Und da müssen wir gleich den Anker reinholen. Ja, Wind ist von der anderen Richtung, also ist eigentlich gerade egal. Ne, du bist in die andere Richtung. Genau, nach rechts müssen wir. Genau. Ah ja, okay, so nimmt das ein bisschen mit, okay. Ich muss auch gerade was gucken, ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Was ganz, ganz Wichtiges, das kann so nicht. Was hast du denn vergessen? Also das geht so nicht. So. Oh, ich hatte. Hä? Hatte ich nur diesen Standard-Ding? Diesen Standard? Was? Egal, scheiß drauf. Ich dachte, ich hätte einen goldenen Anker gehabt, aber dann machen wir es mit dem. Packst du gerade mit an? Und du, ne? Ja, okay, dann zieh ich in die andere Richtung. So. Okay, ja komm. Ich bin ja kein. Drei Bier! Was?
So, wir müssen ein bisschen rechts, hatte ich gesagt. Ich kontrolliere mal, ne? Jo. Oh, wir müssen ein bisschen weiter links. Eigentlich hätte man ja, oder könnte man ja die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, schon im Oktober bringen, so als Halloween-Ding, weißt du? Das finde ich voll geil. Können wir auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt heute nochmal ein paar Parts produzieren, dann haben wir ja erstmal für... Also ich würde es alle zwei Wochen, alle zwei Tage raushauen. Ja, so mache ich das in der Regel auch mit so kleinen Zwischenprojekten. Genau. Und dann hätten wir ja erstmal, wir haben ja letztes Mal vier Parts und dieses Mal vielleicht vier, fünf Parts. Dann sind wir ja erstmal für zwei Wochen ausgesorgt oder so. Ja. Ja, oder halt mit Multiplayer-Projekten, dann mache ich das genauso. Weil es ist halt immer abhängig, ne, wie wer Zeit hat. Ja, aber ich glaube, in den zwei Wochen schaffen wir es dann wieder. Also, ja, klar. Das hast du ja auch so gesagt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen was vorproduzieren, dass wir halt ein bisschen Puffer haben, ne? Genau. Ja, ne, ich meine jetzt gerade auch bei dir, du hast halt nicht so viel Zeit. Ich meine, rein theoretisch, wegen mir könnte man das sogar täglich schon machen. Ja, was das Problem ist, ich habe gerade drei Multiplayer-Projekte. Das ist dann schon ein bisschen arg heftig. Ja, gut, klar. Das musst du halt gucken, wie es bei dir passt. Ich kann halt immer irgendwie irgendwo was, rütteln. Mhm. Weil ich habe gerade drei tägliche Projekte, glaube ich. Und nochmal irgendwie drei Projekte nebenbei, die alle zwei Tage laufen. Aber da kann man ja immer irgendwie was ausmachen. Grüßt sich ja nicht. Genau, da gucken wir einfach mal. So, ja. Also ich habe es halt ich habe Grounded jetzt halt als Multiplayer-Projekt, dann mit dem Schmidi noch und dann mit dir halt Sea of Thieves und dann nebenher auch noch ein, zwei... Was machst du mit dem Felix? Styx. Ach, diese, ja, okay, ja. Weiß ich will jetzt alles Angefangene will ich fertig machen. Ja, klar. Und dann, da so eine Art Cut. Und dann... Oh, ein bisschen links, wir müssen ein bisschen links. Ja, ich muss mal am Lenken. Ja, nee, wie gesagt, also drei Projekte, glaube ich, habe ich gerade täglich. Das entspricht ja schon mal sechs Folgen die Woche, sieben. Ach, Quatsch, pro Projekt dann. Sieben Folgen. Ja. Und wie gesagt, zwei oder drei Projekte noch so nebenbei. Und halt noch ein paar Sachen in Planung, aber... Na, nochmal ein bisschen weiter links. Wenn man sich da ein bisschen bespricht, dann ist das ja kein Problem. Ja, ja. Man könnte ja auch rein theoretisch einfach mal sagen, alle drei Wochen nehmen wir mal auf und dann machen wir aber irgendwie fünf Stunden oder so, weißt du? Das geht ja auch, je nachdem. Ja, müssen wir mal gucken, dass es halt dann vielleicht irgendwie mal ein Samstag oder ein Freitag wird, dass... Ja gut, freitags ist bei mir aktuell das Problem, das wird jetzt erstmal so mein Standard-Stream-Tag. Achso, okay. Ja, war normalerweise immer samstags, ne? Ja, genau. Dann kam ja diese Down-Phase, sag ich mal, durch Corona. Dann habe ich jetzt erstmal gesagt, will ich jetzt erstmal ein bisschen freitags machen, weil dann habe ich so das Wochenende erstmal komplett in Ruhe. Mhm. Und kann mich da halt YouTube-Projekten widmen. So wie halt. Ja, okay. Dann halt vielleicht mal samstags, weil sonntags ist halt blöd, weil ich kann halt immer nur ab. Ab 8 ungefähr, halb 9, da bin ich dann meistens daheim. Ja, samstags habe ich alle zwei Wochen Zeit. Muss ich gerade überlegen. Weil jedes erste Wochenende, da bin ich halt mit einem Kollegen am Aufnehmen. Mhm. Und dann beginnen wir aber auch immer relativ früh eigentlich. Also, sag mal so, zwischen 13 und 15 Uhr treffen wir uns dann. Und ja, dann nehmen wir halt ein paar Stündchen auf, ne? Ja. Das sollte ja nicht das Problem sein. Gut, Sea of Thieves brauchen halt ein bisschen mehr Zeit, weil wir da ja unsere halbe Stundenfolgen machen mindestens. Genau, ja. Ja. Aber das geht ja alles. Ja, das ist kein Problem. Ja, ich hatte mal während Corona habe ich eigentlich eine Zeit lang so gut wie gar nichts gespielt. Und mittlerweile bin ich eigentlich wieder voll dabei und spiele eigentlich fast jede Woche ein Spiel durch, sag ich mal. Ja. Aber nee, halt nicht YouTube-technisch alles, ne? Mhm. Ne, bei mir war es halt einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe mich ja wirklich krass isoliert, wegen Risikopatienten in der Familie. Mhm. Aber irgendwo ist es dann halt so weit, wenn du keinen Kontakt nach außen hast, und zumindest bei mir war es dann so nach drei oder vier Monaten, dann hast du auf einmal so eine Zeit, da bist du nur müde, da kriegst du nichts auf die Reihe. Ja, ja. Außer halt eben arbeiten zu gehen und da ist es halt eben auch mit dem Stream dieses Jahr mal flach gefallen. Aber gut, ne?
Jetzt fängt es wieder an. Jetzt wird auch alles wieder ein bisschen entspannter und so. Hoffentlich auch mit den Corona-Zahlen. Ich meine, aktuell sieht es weniger gut aus. Hoffe ich aber, dass es sich bald mal erholt. Ja, glaube ich nicht. Ja, gerade im Winter. Jetzt kommt halt die Grippewelle, ne? Das ist halt jetzt ein bisschen suboptimal. Ja, genau. Aber, muss man einfach mal beobachten. Schauen wir mal, ja. Aber das ist halt, das bringt halt mit sich, ne? Wenn du dich halt so isolieren musst. Ja, das klar. Das ist halt klar. Das Problem. Aber gut. Das Wichtigste ist ja, dass man da drüber kommt. Und man muss, dann halt man muss ja auch ein bisschen auf seine Mitmenschen achten, von dem her. Genau, ja, und ich meine jetzt auch wegen dieser Down-Phase, dass du nicht übers ganze Jahr lang halt irgendwie richtig down bist, sondern dass du irgendwie das schaffst, das zu besiegen, sag ich mal, ne? Ja, 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 ja. Ist halt das Wichtige. Auf jeden Fall. Dich da nicht komplett runterbringen lassen. Ja, genau. Also ich meine, so psychisch ging es mir halt richtig gut, alles super, aber halt eben physisch einfach nur müde. Ja, ich kenne das, ich kenne das, ja. Ich kenne das. Ich glaube, wir müssen nach vorne hin jetzt, ne? Ja, das ist die Insel, genau. Ja. Dann müssen wir aber von hier aus, so wie das, wie das Buch sagt, ja, da ist es doch, Shipwreck Bay auf Kurs Richtung Osten. Osten ist, einmal schräg hinter uns. Na super. Genau, also erstmal dahin und dann. Ach, doch zuletzt. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich meine, das war hier. Da fährt aber auch ein Schiff gerade rum. Ist der Rechtskurs gewollt? Ja, auf jeden Fall. Willst du so ein bisschen randriften, oder? Nee, wir müssen nach Osten. Von der Insel hier aus. Nach Osten müssen wir. In den Osten. Ach so. Jetzt gehen wir ab. Ach so, ja klar, wir müssen gar nicht auf die Insel selber, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob das hier... Warte mal, Osten. Ja doch, müsste hinhauen gleich. Ich lenke schon mal ein bisschen zurück. Und ja, wunderbar. Okay, man kann die Laterne zum Suchen benutzen. Das machen wir jetzt doch mal. Genau, das sollten wir vielleicht mal machen. So. Okay. Oh mein Gott. Überall Wasser. Halt dir vielleicht mal so hoch die Laterne. Vielleicht sehen wir da eher was mit. Ich weiß auch nicht, was das da hinten vielleicht sein könnte. Du meinst diesen Strudel da von Farben? Genau, aber der hat, glaube ich, nichts mit uns zu tun. Ich glaube auch nicht. Ne? Weil normalerweise liegen da einfach nur Sachen rum. Ja, genau. Nee, ich glaube nicht. Aber wir sind jetzt noch voll auf Osten, oder? Ja, wir fahren Richtung Osten. Ach, das ist vorne, okay. Jetzt muss ich mal gerade. Das ist ja schon mal gut. Wenn das ein kleiner Einmaster. Gut. Du hast das noch an, ne? Ja genau, ich seh's. Ja. Ach, das ist so ein Außenposten, ja. Okay. Ich finde es aber cool, dass wir den Seemannsgarn weitermachen können. Auf jeden Fall. Ich hätte es echt schade gefunden, wenn wir den nochmal irgendwie entweder neu machen müssten oder eben, den verloren hätten sozusagen oder in erst in 2-3 Wochen wieder machen könnten. Ja, genau. So nach einer Art Cooldown. Ja, das finde ich schade. Aber ist ja nicht so, von dem her passt. Irgendwo schießt was. Irgendwo schießt was, glaube ich, in unsere Richtung. Ich glaube, der Kleine da hinten, der schießt in unsere Richtung. Oder der ballert da drauf auf die Insel. Aber, was ich interessant finde, ist, ist das links von uns nicht die Insel, wo wir schon drauf waren? Du meinst rechts oder nicht? Diese nee, links. Hier. Ich meinte eigentlich die Kleine jetzt, da wollte ich gerade drauf hinaus, dass ich das Gefühl habe, dass wir da schon mal waren. Weißt du was, ich spring da jetzt mal drauf. Autsch. Und schau mir das mal kurz an, ja? Ich komme dann mit der Meerjungfrau zurück. Mission.
Wenn ich was finde, sag ich dir Bescheid. Ja, hier ist der Typ. Hier ist der Typ mit dem, Jo, du kannst das Schiff gerne mal hier hinbringen. Achso, nein, ich hab den Anker gerichtet. Nein, wieder. Ja gut, ist auch nicht schlimm. Aber irgendwie muss hier noch was... Oh. Irgendwie muss hier noch was sein, aber jetzt wissen wir schon mal, wo wir hier überhaupt sind. Ja, warte, ich bring das Schiff mal. Ja, ich grab hier schon mal was aus. Ja, schade, dass man gedrückt halten muss, aber gut. Ach nee, weißt du was? Ich schwimm zu dir rüber. Mach mit der Meerjungfrau kommen wir ja relativ schnell wieder zum Schiff. Das macht mich ein bisschen nervös mit seiner Schießerei da hinten. Ich mach mal folgendes. Ich stell mal gerade hier was an den Strand und hol mal kurz die hier raus. Beziehungsweise, ich mach mal was anderes. Ich guck nochmal gerade ins Buch. Ja, ist doch ganz schön weit, habe ich mir ein bisschen näher vorgestellt. Was ist denn das hier für ein Showdown? Und da kommt neuer. So, jetzt. Bin gleich da. Jo. Hast du schon was ausgegraben in dem Sinne? Oder was ja, kam da frei? Genau. Okay. Das, was wir letztes Mal schon hatten. Ja, das hört hier ein Land an. Scheiße, ich geh drauf. Danke. Oder hat das vielleicht... Moment, wenn das in die Richtung hier war, dieses komische Zeichen... Oh, das ist ein... Nee, das ist unser Schiff. Lies dir mal gerade die letzte Seite im Buch durch, ja? Ach, das war die Geschichte, oder? Jo, das war die Geschichte. Hühner! Ja, geil! So. Wo ist das nächste Hähnchen? Hier ist mein nächstes Hähnchen. Her damit. Ja, okay, das will nicht. Egal, scheiß drauf. Irgendwie. Ach, scheiß drauf. Knackig weiches Hähnchen. Hast du gelesen? Ja. Also, das ich glaube, das ist die Insel, wo wir waren. Diese, wo so Feuer dran drauf war. Meinst du da hinten rechts? Ja. Da. Dann lass mal da hin, oder? Oh, aber hast du einen Kelch jetzt mitgenommen? Ich habe einen Kelch, ja. Gut, sehr gut. Die Hobben dabei. Also, das sieht für mich so aus, als wäre das die Insel, ja. Ja, genau. Und da hinten rechts, da sind wir rübergefahren. Da hatten wir die nächste Spur. Und dann ist uns irgendwie die Spur flöten gegangen. Genau, da sind wir zu einer Insel gefahren, wo wir eigentlich schon waren. Und die war es ja, die hat uns ja nicht geholfen. Genau. Und dann machen wir jetzt weiter sozusagen, ja. Ja, nee, ich würde nochmal da hinten rüberfahren, da wo wir einmal schon waren, wo wir auf einmal was gefunden hatten. Und da ist ein riesiges Piratenschiff am Himmel. Durch die Wolke. Also eine Piratenschiffwolke. Ja, dann fahren wir zu der Feuerinsel dahin. Wobei, da stand ja dran, die Ashen Dragon müsste zu sehen sein, ne? Müsste oder? Zu sehen sein, ja. Hey, wie bist du so schnell darüber gekommen? Ach so, mit Dingens, ja. Mit der Frau Dingens, Kirchens. Ja. Diese Wellen sind sehr einladend hier. Also, vielleicht ist aber auch die Ashen Dragon links das, weißt du? Dieses Schiff auf dem Riff da oben. Guck mal, ob das vielleicht danach aussieht. Weil da ist ja so ein Bild drin. Ich sehe in der Umgebung jetzt nichts, was leuchtet sozusagen. Nee, ich meine hier links ist noch so eine riesige Insel da hinten.
Warte, ich guck mal. Oh, da haben wir einen Vulkan. Da hinten fährt wieder das kleine Schiff. Ich weiß nicht, ob es hier da oben ist. Wir gucken mal gerade hier drauf. Ah, das ist schwierig. Das ist ein Seeposten. Wir fahren erstmal an den Seeposten und dann fahren wir einen Bogen rum, oder? Können wir machen. Dann lass uns mal. Lass uns mal den Anker einholen. Ich mach mal die. Also wir machen erstmal Anker. Genau. Los geht's. So, und jetzt stelle ich mal die Segel neu ein. Ja, ich lenke uns schon mal ein bisschen rüber. Wir müssen nämlich ein paar Grad nach rechts. Okay, das geht ja wunderbar nach vorne. Also kurz dahin würde ich mal fahren. Sehr gut. So, ich hoffe, der eine Kunde ist nicht komisch. Dieser Einzelne. Ich lenke mal so ein bisschen bei. Oh, wir sind viel zu schnell. Ach du Scheiße. Okay, Rippchen. Hi. Schönen guten Tag. Ich muss mal gerade beilenken. So. Das hat immer super funktioniert. Holz habe ich da. Ja, aber immer ein bisschen schneller als gedacht. Beziehungsweise ein bisschen weiter als gedacht sogar. So, das war's aber auch schon. Ah ja, das geht ja. Das geht ja, hast du Glück gehabt. Kannst du mal gerade schauen, wo der Seeposten? Ah ne, da hinten war der. Okay, dann fahren wir nämlich jetzt da rechts drauf. Aber jetzt habe ich die eine Insel aus den Augen verloren. Welche? Die mit den Flammen. Ja, da rechts. Kannst dich ja gerne mal draufschießen gerade. Und mal schauen, ob du was siehst. Dann gehe ich hier vorne nochmal hin. Warte, ich guck mal unten, wie die heißt. Oh, wir müssen die Segel rumdrehen. Das macht Sinn. Moment, wie geht denn der Wind mehr nach links rüber? Okay. Wobei, ich kann mal gerade eher noch ein bisschen beilenken. So. Okay. Okay. Ja, das ist gar nicht so einfach. Nee. Okay, dann kann ich noch ein bisschen nach rechts. Was machst du? Hä? Lukas? Ja. Was hast du gerade gemacht? Nicht. Anker, ne? Das war ein bisschen zu spät. Nee, was hast du gerade gemacht? Das hat sich so komisch angehört. Nö, ich hab nichts gemacht eigentlich. Oh, runtergefallen. Nice. Du hättest an einem Mikrofon gekratzt, meine ich so. Nö, eigentlich nicht. Okay. Komisch. Eigentlich nicht. Spukt es hier etwa? Nein. Wow. Eine Banane. Nice. Vielleicht müssen wir auch einfach die umliegenden Inseln absuchen, aber... Aber diese Insel hier, die ist es. Genau, da war das Buch. Und hier ging's rein. Ah ja, das habe ich gesucht. Das war so. Nee. So und so. Ich hab mich vertan. Ich hab mich nochmal vertan. Ich glaube, die drei Zeichen waren es aber.
Hart. Ich glaube, hier sind wir aber vielleicht auch schon zu weit, oder? Ich weiß es nicht. Du machst Hebel, ich drück alle durch. Okay. Naja, haben wir wieder geschafft. Aber hier ist immer noch nichts drin, das heißt, deswegen glaube ich, dass wir hier zu früh sind. Aber haben wir nicht so einen Kelch gehabt? Ah ja, warte mal, jetzt wo du das sagst, das könnte vielleicht klappen. Weil der würde da optimal reinpassen. Ja. Ich hol den mal, ja? Ist mir nur gerade so spontan eingefallen. Das könnte es sein. Falls wir da was reintun sollen, ich weiß es ja nicht. Ich habe eher gedacht, wir müssen da was rausnehmen, so. Ja, genau. Dann probieren wir das mal aus. Ja, besser als nichts zu tun, ne? Ich guck mir das so lange schon nochmal im Buch an, wie das denn jetzt hier aussieht. Nein, ich nicht dir zeigen. Oh mein. Nö. Passiert nichts. Nee. Ah. Das ist nur zum Aufmachen tatsächlich. Okay, schade. Toll, diese mystische Musik. Da denkt man immer, hier ist was Tolles. Ja, hier ist nichts. Das ist Müll. Das ist Dreck. Du kannst ja auch gerne mal googeln, wenn du magst, zwischen den Folgen. Da hinten ist aber ein Vulkan. Wir könnten schon. Ah, ne, bei dem Vulkan waren wir auch schon. Ja, du kannst, wenn du willst, kannst einfach mal schauen, wie das vielleicht weitergeht. Ja, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, müssen wir das, glaube ich, fast zu machen. Wir sind sowieso am Ende einer Folge. Ja, so langsam. Deswegen. Naja. Aber wie, also, wie heißt die Mission nochmal? Seemannsgarn? Irgendwas mit Seemannsgarn. Ah, hier. The Seabound Soul, also Seabound Soul, Kapitel 2. Chapter 2. Ich löse das Geheimnis jetzt voll krass. Hier ist nämlich so ein Geisterschiff jetzt. Wenn ich jetzt da hinten schwimmen gehe, dann ist da so ein richtig, richtig krasses Geisterschiff einfach unter Wasser. Das sehen wir nämlich jetzt, wenn ich jetzt hier so runtergehe, ne, dann sehen wir das. Hier, genau da ist es. Nee, da ist es nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Na gut. Okay. Completion. Ja, was war das jetzt? Mission erhalten. Ah, okay. Dann habe ich dann eine Mission gefunden. Ja, tatsächlich. Ja, ob die so gut ist, weiß ich nicht. Hoi. So, rein da. Und wieder aufs Schiff. Okay. Was denn? So, wir waren doch auf der einen Insel, wo einer das ausgebuddelt hat, ne? Wo so ein. Okay, genau. Da haben wir den Kelch rausgekriegt. Nein! Nicht getroffen. Ha! Ich mach dich fertig. Hau ja ab. Oh. Ja, genau, da waren wir. Und jetzt ist er fertig. Ganz genau. Und von der Insel, wo das Feuer ist, sollten wir das Schiff sehen. Wie, wo das Feuer ist? Wir waren nochmal auf der einen Insel, wo so ganz viel Feuer ist, ne? Nee. Oder halt so beleuchtet. Doch. So beleuchtet ist. So Fackeln. Nee. Ich weiß nicht, was du meinst.
Noch ein kleiner Beat und springen. Okay, scheiß auf. Hä, was ist denn jetzt los? Ist da hinter uns einer her? Ah, nee, wir sind gestrandet. Hä, warum sind wir auf einmal gefahren? Hä? Der Anker war doch draußen. Keine Ahnung. Hast du Sachen gemacht? Nö, eigentlich nicht. Hä, what the fuck? Der Anker ist halt noch einfach draußen und wir sind einfach gefahren. Hä? Verstehe ich nicht, aber egal. Keine Ahnung, ich habe. Hast du irgendwie einen Namen von der Insel oder so? Ja, das Problem ist, das ist so ein Guide und da steht einfach nichts dran. Ja, dann müssen wir also nach nichts. So. Na gut, ja, dann müssen wir mal schauen. Nee, das ist ein anderer Guide, der ist besser. Okay, dann lies nochmal schnell. Dann lese ich mal nochmal schnell. Zum hey, Ende hey, der Folge. Hey, Vicky. Ja, ich hasse so. Diese scheiß Werbung, na, die doppelte. Wo? Bei YouTube? Bei YouTube. Ach, das ist so ein YouTube-Video. So ein bisschen das Deck fegen hier, ne? Die ganz harten Reste hier raus. Geht das? Nee. Schade. Oh, wir müssen rechts. Okay. Wir haben doch schon das Schiff gesehen, was brennt, oder? Also haben wir das schon Nein. gesehen? Noch nicht? Okay. Wir haben nur das Schiff gesehen, was am Singen ist. Ne? Das haben wir gesehen, aber sonst war noch kein. Scheiß drauf, komm. So. Und nicht anders. Ich hole nochmal hier gerade raus. Hier war das erste Schiff, was wir gefunden haben. Aber hier ist auch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Das heißt, das ist abgeschlossen. Okay. Hui! Au, 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 au. Hühnchen! Jetzt habe ich, glaube ich, ein Video gefunden, was ein bisschen nachvollziehbarer ist. Okay. Böse Hühner. Okay, wir haben den Kelch. Okay, dann geht's weiter. Und zwar. Boah, der Kelch hat bestimmt was damit zu tun, denn sonst hätten wir den nicht nochmal bekommen. Ja, der hat was mit zu tun. Hallo, mein Freund. Wo müssen wir hin? Olaf! Insel brennt und ich hau ab. Wir müssen Richtung Kraken's Fall. Von da aus sehen wir dann wieder ein Schiff. Okay, hey, das steht aber noch nirgendwo drin. Da sind wir genau in die falsche Richtung jetzt. Ja gut, dann drehen wir rum. So. Nach Weil der fährt jetzt gerade an Kraken's Fall vorbei und sieht dann das Schiff. Ja, dann tun wir das mal. Dann drehen wir mal um. Und dann würde ich sagen, sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge dann endlich mal ein Schiff. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Einschalten, hoffen, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Genau, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.